Du musst kein Kostüm anziehen, du musst dich nicht umziehen, du musst nicht in die Maske. Hier müssen wir nicht mal also den Text vorher zu Hause lernen, weil wir ihn erst heute bekommen haben. Also es ist recht entspannt, oder? Wir schreiben hier tatsächlich Geschichte. Jeder kennt diese Virtual Reality Brillen, jeder hat so ein ungefähre Idee von so einem Metaversum, sozusagen, von Virtual Reality. Ehrlich gesagt, bei der ersten Besprechung habe ich nichts verstanden, worum es ging. Mit VR-Brillen konnte ich was anfangen, aber mit Metaverse an sich gar nicht. Was ist das Metaversum? Das ist eine Frage, die selbst VR-Spezialisten momentan noch nicht wirklich perfekt beantworten können. Es ist die nächste Stufe des Internets, wo alles in einem virtuellen Raum passiert. Wir machen eine Comedy, das ist alles nicht so ganz ernst gemeint. Das heißt, das muss nicht perfekt aussehen. Wir arbeiten mit den Fehlern, die es da gibt. Technisch war es eigentlich nicht so das große Problem, aber Zeitdruck. Die ganzen Welten mussten gebaut werden, müssen angepasst werden. Als Schauspielerin ist es sogar noch schwieriger, weil wir sehen unsere Partner nicht richtig. Wir sehen sie ja nur virtuell, aber du siehst Mimik nicht, du siehst nur, dass der Mund sich bewegt. Du musst ja viel mehr so mit Gestik machen und so viel mehr irgendwie deinen Körper bewegen, damit da irgendwas überhaupt ankommt. Das Drehbuch ist halt nicht ansatzweise so in Stein gemeißelt wie bei den anderen Folgen. Kleines Beispiel von dem Drehtag vorgestern, dass wir so eine trippy Party-Szene irgendwie gedreht haben. Dann haben wir uns gewundert, dass in der Welt plötzlich Nebel erschien, wenn die Musik anging und so eine Lasershow kam. Da haben wir danach festgestellt, dass es einfach ein User, also einer von den Komparsen sozusagen, der hat wie so ein Special Effects-Kit mitgebracht. Witzig, dass dann so unvorhergesehene Dinge passieren. Wenn man das mit den herkömmlichen Methoden gemacht hätte, alles zu animieren, wäre das einfach viel, viel teurer geworden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Zukunft noch viel mehr Filme im Metaversum gedreht werden, denn man kann im Metaversum halt alles machen. Jetzt ist es eigentlich nur sich darauf einlassen, was jetzt kommt. Mal gucken, also erstmal gespannt.